Leute, wir haben Premiere. Hey, hallo. Ist das krass. Wir sind hier, um geil zu kochen. Genau. Jetzt. Wir schlagen jetzt die Brücke zwischen Twitch und Rosins Restaurant. Zwar keine Gastronomen, die gerettet werden müssen, aber denke ich, trotzdem kann man uns kulinarisch noch einiges beibringen. Ja. Wir weihen letztendlich auch hier meine Medienküche ein. Oh. Also erstes Mal auch in der Küche. Also. Ja, stark. Freue mich total. Deswegen auch besonderes Shoutout an alle, die gerade bei Frank im Channel zuschauen. Ja. Könnt ihr gerne abchecken. Frank Rosin offiziell. Ist dein Twitch-Channel? Genau. Es gibt ja, glaube ich, mehrere Gründe, warum wir uns hier sehen. Also einmal gibt es ja Kochen, ist klar. Wir lernen uns ja hier jetzt auch gerade kennen. Ja. Das ist so, ist so ein Blind Date hier heute. Ja. Und erzähl doch mal, warum. Ich bin tatsächlich auch sehr, sehr nervös gewesen. Also wir sind vorher schon hier reingekommen. Wir haben uns alles jetzt schon so eine Stunde oder so oder eine halbe, so ein bisschen. Und ich war auch wirklich insane nervös, muss ich sagen. Erstens bin ich eh nicht so der Soziale. Oft hilft da Alkohol oder was oft hilft der Alkohol, aber... Habe ich natürlich vorbereitet. Ja. Oh, ich wollte schon sagen, so, da die erste Weißweinablöschung. Da stehen schon 6 Weißweingläser. Ich weiß nicht, was wir hier heute vorhaben. Du wolltest trotzdem erzählen, warum wir eigentlich hier sind. Da waren wir gerade unterbrochen. Genau, das finde ich nämlich, ich sag mal so, das ist für mich so eine große Ehre. Und diese Geschichte auch... Doch, wirklich. Also, für uns auch, aber. Wir haben da gerade schon drüber gesprochen, das soll man so ruhig mal sagen. Also ich finde das schon wirklich stark. Ich habe eine TV-Sendung im linearen Fernsehen. Und das ist Rosins Restaurants, unter anderem. Und jetzt bist du dran. Und ich habe da sehr viel... mein Gott. So, Prost. Und Wieland hatte sehr wenig Content eine Weile und hat gesagt, was mache ich? Tatsächlich muss ich hier kurz einen Shoutout rausgeben an Kutscherlol. Weil der hat damit tatsächlich angefangen. Das stimmt, ja. Der war der hat quasi damit angefangen. Ich habe es ein bisschen besser gemacht einfach dann. Du hast es kopiert und ein bisschen kopiert besser gemacht. Ja, wir haben vorher schon geredet, einfach ein bisschen Content gemacht. Und dann haben wir alle angefangen. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Und das hat dann dich erreicht und dann sind wir halt so in Kontakt gekommen. Und da habe ich gedacht, das wäre halt richtig geil, wenn wir mal zusammen kochen. Das ist eine richtige Bewegung geworden. Rosins Restaurants ist digital eine richtige Community geworden. Gestern waren noch diese Streamer Awards. Genau. Ne? Ja. Ihr wart ja auch da. Wir waren da. Du warst ja auch mit bei den Gewinnern. Ne? Genau, ja, auch unter anderem. Ja, danke schön. Wir beide waren nominiert. Ja, wir waren nominiert. Stimmt, Crossover. Crossover. Ja. Die wurden gerobbt von, sag es, wer hat gewonnen? Kevin. Kevin hat gewonnen. Ja, aber das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja echt gigantisch. Aber ich war nicht eingeladen. Nominiert und nicht eingeladen. Oh. Ja, das war gut. Aber nochmal da an Toni fürs nächste Jahr auch Frank einmal einladen. Ja, wir nehmen dich einfach als +1 mit. Nee, ja, genau. Wir nehmen dich einfach mit. Ja, und was haben wir heute geplant? Wir ganz kochen. Kurz? Genau. Genau. Heute machen wir einen Ölwechsel. bei einem Dreier Golf. Zuerst muss es ja mal. Es gibt ja Gastgeschenke. Das hat mir auch gestern bei Reefed am besten gefallen. Voll die aufwendigen Teile. Die sehen krass aus, Die sind sie auch, oder? Die sehen auf wir jeden Fall. Wir müssen mal eben die Größen gucken hier. Ja, mach mal ein bisschen größer bei mir. Komm, wir gucken mal. Also einmal so. Ach, die geht auch so hinten rum mäßig, genau, ja? Genau so. Hey, das ist so ein bisschen wie der Ritterschlag. Boah, du siehst aber auch wie so ein bisschen wie so ein Schmied aus. Nein, ich sehe dich aus wie ein Schmied. Du siehst jetzt aus, als könntest du dich im Mittelalter hinstellen und irgendwie so ein Schwert irgendwie für einen schmieden. Weißt du, was ich meine? Und dann gehst du hier bitte. Ich will ein Rind von dir, steht hier übrigens drauf. Ja, wow, doch, man fühlt sich direkt, hier am. Offiziell hier. Wieland, du siehst ein bisschen aus wie eine Hebamme, finde ich. Hebamme? Ja, aber aus dem 17. Jahrhundert. Ich habe mir gedacht, ich ziehe gar keine an. Was? Oh. Weil ich fasse hier überhaupt nichts an heute. Das ist krass. Nein. Ihr stemmt das. Das ist viel Druck. Ganz klar, vegan, vegetarisch haben wir ja gesagt. Ne? Ja, weil Wieland ist Vegetarier. Und du hast ja was, das fand ich so witzig, du wolltest unbedingt ein Gericht kochen. Für dich habe ich auch was. Ja, Sir. Weil ich möchte mit dir die weltbesten Frikadellen machen. Wow. Frikadellen ist einfach, was sagt ihr? Aber Frikadellen ist ein Muss. So, und du die besten Aglio Olio. Und ich bin gespannt, was dann der Chat sagt bezüglich des Rezeptes und so. Können wir einmal die Aussprache klären, weil da gibt es immer so viele, so viele Streitereien. Ey, das war so geil, als du das angekündigt hast. Ja. Ne? Aglio. Nee, ich weiß, es ist schwierig auszusprechen für mich. Aglio Olio. Aglio Olio. Nein. Sag einfach, als wäre da kein G. Sag einfach Aglio Olio. Aglio Olio. Oder Aglio Olio. Aglio Olio. Ja. Das ist dann schon besser als Agli Ogli, oder? Ja, Agli Ogli. Dann gibt es ja noch Con Peperoncini. Con Peperoncini. Wenn da ein bisschen Schärfe drin ist. Ja. Was ist das jetzt hier? Das wollte ich nur mal kurz sagen. Ich habe das Kochbuch von meiner Freundin dabei. Da werden wir das Aglio-Olio-Rezept aufschreiben. Das kriegt ihr dann auch später. Da sind eine Bewährungsauflagen drin. Ja. Da muss jetzt Frank einmal Ausbildungsbericht ausfüllen für dich. Da stehen sind ja schon welche drin. Da sind ein paar Sachen von meiner Freundin drin. Was hat sie denn da? Darf man das sagen? Ja, sicher. Tintling auf Röstbrot. Habe ich noch nie gehört. Ich weiß auch nicht genau, was das ist, aber Röstbrot klingt gut. Haben wir mal sofort einen Screenshot? Die Rezepte werden gerippt. Holy shit, das ist krank. Das ist so eine krasse Scheiße. Olio. Ich bin immer noch nervös. Es ist immer noch nicht... Nein.
Vielleicht brauchst du einen Wein. Vielleicht brauchst du einen Wein. Ich habe ja ein bisschen. Okay. Es gibt etwas, was man nicht unterschätzen darf bei Spaghetti, und zwar das Spaghetti-Wasser. Ich habe bei einer italienischen Mama mal gelernt, um den richtigen Salzgehalt zu haben, damit die Spaghetti dann auch. Denn es ist ja Folgendes. Stell dir vor, du legst dich in eine Badewanne. Mhm. Ne, so, und die Badewanne ist heiß und du legst dich rein. Ja. Nach einer halben Stunde ist die ganze Haut schrumpelig und so. Ja. Ja. Und entzieht der Haut auch alles und so. Und ja. So ist das auch bei Gemüse oder bei Nudeln. Das heiße Wasser entzieht dem Produkt hier etwas. Ja. Mhm. Was musst du? Du musst dem Produkt etwas geben. Geben. Ich bin dabei. So, und so machen wir das jetzt. Das heißt, wir hauen jetzt Wasser rein, machen das Spaghetti-Wasser und dann machen wir das sogenannte Mise en Place. Vielleicht kann der Chat mal sagen, was das bedeutet. Das wissen die. Das Chat, was heißt das? Wir haben so viel geschaut. Bitte enttäuscht mich nicht. Bitte, jetzt kommt's. Bitte enttäuscht mich nicht. Mise en Place. Mise en Place. Vorbereitung. So, guck, die wissen es alle. Da steht überall Vorbereitung im Chat. Ja, ja, ja. Mise en Place heißt nicht anders, die Vorbereitung für dieses Gericht. Das heißt, du machst dir alles so fertig, also ganz in Ruhe, nacheinander. Ich habe eine Frage zu dem Spaghetti-Wasser. Genau. Ganz schnell, die müsste ich einmal klären. Immer wieder kommt es auf, meine Freundin zum Beispiel mag auch Öl mit rein. No! So, und jetzt ich sage nein, ich mache ohne, aber meine Freundin, nein, das macht man mit Öl. Große und viele im Chat machen auch immer, sagen immer Öl rein oder nicht nein, Öl rein. Jetzt schmeißt Fragen uns gleich raus. Das will ich aber auch nochmal vom Chat wissen. Öl oder nicht Öl? Also wer macht Öl? Eins im Chat, wer Öl macht. Öl verändert, dass die Pasta die Soße offen. Guck mal, da gibt es immer so, der heißt Clasher-Opa, der spielt Clash Royale den ganzen Tag daheim. Clasher-Opa. Ja, aber soll ich mal sagen? Ja. Er hat einfach recht. Clasher-Opa. Was? Ja. Ja, natürlich. Er hat einfach recht. Ja. Öl macht doch gar keinen Sinn. Also, guck mal hier. Ja, Frank hat es dir erklärt. Eine raue Außenseite. Nimm mal Nudeln und. Ich habe in meiner Schürze drin. Und mal drüber. Ja. Ja, ist rau. Ist ein bisschen rau. Ist rau. Bisschen rau. Genau. Diese Rauheit, die sorgt dafür, dass du so bei der Nudel so eine griffige, offene Pore hast, wenn es gekocht wird. Und dann dürfen die Nudeln nicht, wie viele es machen, kalt abgeschreckt werden. Oh, ja, das ist schrecklich, ja. Schrecklich. Weil dann geht dieser Film ab. Ja. Und dann haftet die Soße nicht mehr an der Nudel. Soße ist wichtig. Ja. Darum macht man das so, dass man erst die Vinaigrette macht oder die Soße, dann die Nudeln kocht, denn es gibt einen Satz. Oh, darf ich Ihnen sagen? Ich hab ihn. Die Nudel wartet nicht auf die Soße, sondern die Soße auf die Nudel. Oder andersrum. Ist das der Satz? Das ist der Satz. Danke. Stimmt der, merkst du das beim Nudelwasser, dass es so salzig sein soll wie das Meer? Danke, dass du sagst. Kein Problem, dafür bin ich da. Nee, aber es gibt wirklich, dass du wirklich mehr Wasser nimmst, aufkochst, filterst. Und da drin dann deine Spaghetti kochen kannst. Ne? Ja, also, es muss Salz drin. Salz ist Salz. Ja. Würdest du sagen, Brackwasser ist auch gut, um Nudeln zu kochen? So, wenn man jetzt ausgesetzt ist in der Wildnis und man hat da irgendwie so einen Fluss. Hätte Fritz einfach Spaghetti kochen können. Hätte einfach Spaghetti kochen können. Aber du kannst das Wasser ja wirklich kochen, um die Bakterien zu töten. Ja. Und dann kannst es ja durch Klopapier sieben, dass dann der Brack, also die Schwebeteilchen, im Papier ausgefiltert werden und dann kannst du es machen. Ja. Ja. Nächste Staffel Samuels White, bist du dann dabei? Ich komme als Koch. Pass auf. Kennt ihr das mit diesen Öfen? Das geht mir auch sowas von hart auf die Nerven. Warum gibt es nicht einfach einen Knopf, wo du den anmachen kannst? Ja. Wir müssen wieder zurück zu den Knöpfen. Wir müssen zurück zu den Knöpfen. Diese Küchenhersteller sind so verrückt inzwischen, die machen so, du brauchst eine App für deinen Backofen und sowas. Ja. Ja. Wieder zurück zu den Knöpfen, bitte. Also ich finde die Küche perfekt, muss ich auch mal sagen. Sehr schön, großes Lob. Nobilia-Küche finde ich richtig sexy. Und, sieht toll aus. Und jetzt muss man mal gucken, hier, wie man das hier, wie das angeht. Wir nehmen es zurück. Jetzt schmeckst du das mal ab, komm. Ich soll das machen. Ja, klar. Genau. Ich mach jetzt einfach mal Aglio Olio, Mann. Oh Gott, wie machst du das auf? Das Mensch, der nachgeht. Nee, mach du. Ich mach's nichts an. Was soll das? Ah, sorry. Oh Mann. Hab's doch. So. Ich mag salzig tatsächlich. So, ich glaube, so wäre ich jetzt. Jetzt habe ich nicht gesehen. Es war ein bisschen wenig, fand ich. Findest du? Dann mache ich noch ein bisschen mehr, oder? Lieber ein bisschen mehr als weniger, sage ich. So, und jetzt wirst du gleich staunen, wie wenig das ist. Jetzt probieren wir mal. Gehst du einfach mal durch und komm, wir können uns alle mit so einem Löffel bedienen, dann haben wir den so als Waffe. Da haben wir sonst nichts zu trinken bekommen, jetzt müssen wir das Salzwasser trinken. Das ist schon nicht viel, ne? Ist nicht viel, man schmeckt es nicht mal richtig raus, das Salzwasser. Also ich finde, da muss mehr. So. Mhm. Also da wäre ich zufrieden. Ich jetzt. Ich auch. Ich persönlich jetzt. Jetzt kocht das ja noch, wenn das verdampft, verliert es ja Wasser, das reduziert ja und so. Das ist schon perfekt. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt hier ist Messer, sehr, sehr scharf. Sehr, sehr scharf. Ist auch dein eigenes Messer? Dein eigenes Messer, ne? Eigenes also Messer. Kooperation. Und was ich richtig sexy finde, ist Olivenholz. Wow, das ist teuer. Fass das mal an. Das ist so soft.
Oder? Niemals in die Spülmaschine, oder? Nein, so ein Messer. Never. Ja. Jetzt kannst du schon mal die Kirschtomaten halbieren. Kirschtomaten halbieren. Genau. Wasser ist ready. Wasser ist ready. Das hast du schon mal sehr gut gemacht. Wow. Können wir das Handy einmal vielleicht hier hinlegen? So. Ja, stark. So, jetzt ist immer wichtig. Regel Nummer eins ist immer wichtig. Jetzt brauchen wir zwei Knoblauchzehen. Okay. Zwei so Knöllchen. Ja, mal wirklich, also Wilian. Was denn? Du bist so ein Naturtalent, wie du hier stehst. Danke, Bruder. Doch, möchte ich dir mal sagen. Das Wichtige bei einer Pfanne ist, egal welche du kaufst, du darfst sie nicht in die Spülmaschine tun. Und du darfst sie nicht mit Spülmittel sauber machen. Ich weiß, es hört sich krank an. Oh, da bin ich auch schuldig. Aber nur, wenn sie heiß ist, noch mit heißem Wasser ausreiben, sofort trocken putzen. Eins im Chat, wenn ihr eure Pfanne einfach in die Spülmaschine werft. Komm, gebt mal zu jetzt einfach. Genau, die schneidest du jetzt wie klein? Dreimal so und dann so. Okay. Guck mal, ich habe den schon von dir genannt hier, diesen Zangengriff. Ja, das machst du übrigens gut. Das ist der Profigriff. Das ist der Profigriff. Wenn das Essen schmeckt, ne, das ihr heute kocht, ne, dann schenke ich euch beiden so ein Messer. Wow wirklich? Mhm. Das ist widerständig an, Wieland. Das ist schon mal auch sehr gut. So, jetzt machen wir uns wieder so ein Feld hier. Ne? Sehr gut. Jetzt machen wir ein bisschen Zwiebeln. Kommt normalerweise nicht rein. Chat, oder? Aglio Olio mit Zwiebeln. Ich weiß, der Italiener macht keinen Cebolla. Ne? Also, aber ich mag diesen Zwiebelgeschmack einfach gerne, wenn man so ein bisschen Zwiebeln anschwitzt. Dann ist das Aglio Olio Was heißt denn das? Cebolla. Cebolla? Ja. Und ich möchte Wilan einfach Zwiebelwürfel schneiden. Ja. Du lässt jetzt durch die ganz klassische französische Ausbildung immer durch hier, oder? Auguste Escoffier. Ja. 1890 bis 1900 und der hat im Ritz in Paris einen Frack gekocht. Ey, das ist so eine Sache, das hat mich mal voll interessiert. Hat mir auch ein paar Podcasts und so reingehört zu dem Thema. Weil er hat ja auch die moderne Kücheneinteilung erfunden quasi. Also diese Brigade, oder? Aber dass du das weißt, das ist genial. Ja, das hat mich voll interessiert, weil ich dachte so, ich habe da mal irgendwann zufällig so einen Geschichtspodcast gehört, wo die das Delmonico's in den USA vorgestellt haben und wie die so dieses Restaurant-Ding erfunden haben. Ja. Und in dem Zuge kam halt auch, Escoffier hat halt diese moderne Art zu kochen. Davor war das halt, keine Ahnung, da war halt, also die Küchen waren halt auch schlecht belüftet und die standen da am offenen Feuer und alles war scheiße und die Köche haben auch Alkohol getrunken die ganze Zeit. Ekelhaft. Und er meinte so, das muss man mal organisieren mehr. Und also. Das mit dem Alkohol. aber es war so, die waren halt wirklich, das war so eine richtige, so eine raue Nummer. Noch viel rauer als halt, also es war ja trotzdem dann noch die letzten 10, 20 Jahre ging es in den Küchen ja trotzdem, kannst du wahrscheinlich noch mehr erzählen, ging es ja trotzdem teilweise nicht so ganz so sanft so, ne? Aber ganz früher war das ja schon hart, so eine Küche. Ja, also ich glaube, also erstmal ist das alles richtig, was du sagst. Danke. Der Monsieur Escoffier war derjenige, der erste Mal internationale Küche regionalisiert hat. Das heißt, er hat die besten russischen, die besten englischen, die besten schwedischen, die besten italienischen Gerichte genommen und hat die für sich rezeptiert. Hat die für sich gekocht und rezeptiert. Und daraus ist das Buch der klassischen Küche geworden. Zum Beispiel, ganz interessant, auch hier, jetzt müsst ihr mal wirklich zuhören. Das ist jetzt wirklich hier Jetzt zuhören. Ich sehe das durch den Chat, ob ihr jetzt zuhört, okay? Noted. So. Wiener Schnitzel ist ein klassisches Gericht von ihm. Züricher Geschnetzeltes. Der hat diese sogenannten Garnituren erfunden. Nicht die Garnitur am Teller oder so, sondern die Garnitur ist die versinnbildliche von, wenn du liest Züricher Geschnetzeltes, dann muss drin sein Kalbfleisch, Weißwein, Rahmsoße, Pilze. Ja. Rösti. Wiener Schnitzel. Kalbfleisch. In siedendem Öl so schwimmend gegart. Panade, ne? Ja. Kalbsrücken Metternich. Filet Wellington. Rinderfilet Spitzen Stroganoff. Genau. Der hat diesen Almanach geschrieben und danach sind dann in Mitteleuropa alle Köche ausgebildet worden. Das ist krass. Das ist die klassische Küche. Und dann gab es eben in den 70er Jahren die Nouvelle Cuisine. Mhm. Ne? Da hat man angefangen, das Ganze schon mal zu adaptieren, viel moderner zu sein. Dann gab es Ferrer Adrian, der dann die letzten 35 Jahre lang diese Molekularküche eingeführt hat. Also wo man auch, ich sag mal, man hat sozusagen ein Gericht auseinandergenommen und hat alle Ingredients in einzelne Texturen gemacht. Okay. Also sehr viel Gelee, sehr viel Schaum und so etwas. Ja. Krass, alles seine Kultur. Was ein Mensch da verändert hat dann heutzutage. Ja, das ist crazy. Also Ferrer Adrian ist wirklich gigantisch. Was würdest du sagen, gibt es sowas heutzutage noch, dass du sagst, okay, heutzutage jetzt gibt es den und den und der ist jetzt quasi prägend für die nächsten 50 Jahre. Gibt es solche Leute? Also sowas wie Ferrer Adrian ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Es gibt sehr viele Köche, die ihren eigenen Stil sehr stark prägen, wie zum Beispiel Duck.
der extrem authentisch asiatische Küche prägt, jetzt hier auch in Deutschland. Aber alles in dem Kontext der authentischen asiatischen vietnamesischen Küche. Ja. Alle Kollegen, die, ich sag mal, am Start sind, haben so ihren Kniff auch. Ne? Ja, Tim Raue zum Beispiel auch ein sensationeller Koch. Ja. Ja. Roland Trettel, Alexander Herrmann, Alex Kumpner, Ali Güngermüsch mit der türkischen Herkunft. Ne? Ich liebe dieses Levante, mediterrane Kochen. Ja. Mhm. Kann gar nicht aufhören. Ne? Und selbst Tim Melzer, der wie kein anderer mit seinem unfassbaren Kochwissen auf eine ganz eigene Art die Kulinarik und die Gastronomie extremst geprägt hat. So, jetzt mal hier kurz. Hier, wie habe ich die geschnitten? Soll ich dir was sagen? Ja. Das ist Weltklasse. Ja! Wow. Let's go! Wow! Das Messer rückt näher. Den habe ich geübt. Das ist die neue Wieland-Klasse. Oh. Mhm. Nur ihr habt mich ja gefragt, so, ob ich jetzt nicht... Ja, nee, das mache ich aber auch, ja? Entschuldigung, ich mache ja den Handgriff. Du hast es so gemacht, ne? Gut. Alles? Ja, alles. Okay. Wir gehen hier volles Rohr. Du lass deine Hände jetzt auf 6. Okay. Aber Knoblauch bin ich immer so, da habe ich immer Schiss, dass er mir verbrennt, irgendwie, weißt du, oder bitter wird oder so. Also soll er mal ein bisschen bräunlich werden, weil er dann nussig, mandelig schmeckt. Mm. Oh. Okay. Kurz bevor er dann bitter wird, wahrscheinlich, ne? Genau. Du hast jetzt Salz drüber gemacht. Ja, genau. Und ein bisschen Salz ist hygroskopisch, entzieht der Sache Wasser. Ne? Hydroskopisch. Ja, hygroskopisch. Hygroskopisch. Weil das Wasserentziehen hat nichts mit Hydro zu tun, sondern Hygro. Hygro. Hier entsteht schon diese Liebe. Ja. Riech mal. Wie? Das ist doch die Säure, dieses Blatt. Es ist super, ich lieb's. Wie es schön ist wirklich geil. Ja, es ist super geil. Meine Mutter hat dich eh schon umgebracht. Ja, der Chat ist auch sauer. Der Chat ist auch schon sauer, dass du mit dem Löffel da reingehst. Wenn man das richtig kratzt, ja. Ja. Aber ich, guck mal, ich streiche. Ja, ja. Reis rüber. Ja. Ich check das, moderne Teflonpfannen sind ja auch nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Es ist ja auch ein anderes Material. Es ist ja auch nicht so wie vor 50 Jahren, dass das Ding direkt sich in Luft auflöst, wenn du es berührst. Und Teflon war auch nur gefährlich bei 380 Grad. Viel Halbwissen im Twitch-Chat, oft unterwegs. Ja. So, und wenn ich hier neben dem Sternekoch Frank Rosin höchstpersönlich stehe und der kratzt mir mit dem Metall in der Pfanne rum, dann mache ich das zu Hause sofort so nach. Eben. Glaubst du könntest einen Sternekoch aus mir machen? Das sagt schon alles. Jetzt wollen wir nicht übertreiben. Nee, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass das Kochen im Grunde genommen in Fleisch und Blut übergeht. Ja. Und nicht so eine kalkulierte Sache wird. Genau. Verstehst du? Genau. Ich finde, es holt. Also, ich habe mit deiner Serie tatsächlich mit Kochen erst angefangen. Davor habe ich viel bestellt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man was kocht und man kriegt es gut hin, dann schmeckt man auch einfach raus, was man selber gemacht hat. Und es schmeckt auch einfach besser als bestellt. Es schmeckt einfach besser als bestellt. Wenn dir eine Sache nicht so gut gelingt, schmeckt sie trotzdem besser, als wenn du sie gekauft hättest. Und es ist auch irgendwie so ein bisschen therapeutisch. Voll. Finde ich. Ja, so, du stehst dann da in der Küche. Meditativ. Ja, genau. Manchmal wache ich auf und denke, oh, jetzt muss ich das machen. Und dann gehe ich erstmal in die Küche und mache mir ein Omelette. Das ist jetzt kein Gericht, das ist kein Sternegericht, aber einfach Eier rein, fertig. Aber wenn ich koche und wirklich dieses Meditative habe, dann muss ich wirklich alleine sein. Hm. Wenn dann zum Beispiel meine Freundin dann noch da ist und auch irgendwas in der Küche, weißt du, dann stehst du und kochst und dann muss doch jemand unten am Schrank da eine Schüssel raus. Das macht mir dann verrückt. Das kann ich dann gar nicht haben. Ja, und bei mir sieht das dann aus, wie drei Müllsäcke bei mir ausgeschüttet werden. Ja, wenn du da loslegst. Ich kann ja nicht sauber arbeiten dann. Und das finde ich auch so geil, man hat immer Zeit aufzuräumen zum Beispiel. Ich könnte zum Beispiel, während das hier macht, kann ich zum Beispiel das hier... Was mit denen da? Kommen die rein? Ja, mach die mal eben noch bitte rein. Ja. Das ist so toll. Das heißt immer, es ist so dreckig und alles muss man sauber machen. Ja. Aber während das da jetzt macht, kann ich doch alles sauber machen eigentlich. Was hast du da jetzt gerade reingemacht? Nee, du musst das ja eben noch klein schneiden. Oh nein! Wieland! Oh nein, das ist, weil Frank mir eingeschenkt hat. Das Messer rückt wieder weg. Nein! Ja gut, aber ich sag mal, wenn er jetzt alles richtig machen würde, dann wäre ich ja fehl am Platz. Dann bist du einfach jetzt schön und weit drin. Geht auch Schlimmeres. So, jetzt könnt ihr entscheiden. Noch ein bisschen tomatisieren mit ein bisschen Tomatensaft oder wollen wir es so lassen, wie es ist? Ich finde tomatisieren. Obwohl, nee, original wäre jetzt so ohne Tomatensaft. Dann machen wir es ohne. So, jetzt Weißwein. Weißwein? Oh, die Ablöschung. Nimm mal aus deinem Glas. Aus meinem Glas. So. Das ist doch von Herzen, kommt das doch. Erstmal probieren, ob er noch gut ist, gell? Denn das ist schlecht geworden. Tatsächlich. Denn das ist schlecht geworden. Alles? Nee. Erstmal so ein Stritz. Die Ablöschung. Oh. Ups. Wie sollst du es noch nach Hause trinken? Also trinken kann ich besser. So. Dann können wir schon mal ein bisschen den Käse hobeln. Den Käse hobeln. Käse hobeln. Das ist auch eins der geilsten. Den habe ich noch nie benutzt, tatsächlich. Das ist das Geilste. Echt? Ja. Irgendjemand hat es mir empfohlen, weil die Köln gesagt, ich habe so ein Ding, was so steht und da muss ich so dran rumrubbeln. Hol dir das. Okay, was mache ich damit jetzt? Rubbeln. So einfach? Nee, das machst du beim, wenn du Horn hat an der Füße. Ja, okay. Hör auf. Okay, ach so. Okay, doch, natürlich, das wollte ich noch machen. Ich habe mir nur nicht die Zeit gelassen. Boah. Das Ding ist geil.
Das ist doch mal an. Ja, okay, doch, ich spüre das. Ja, ich spür's. Ich spür die Macht. Für Zitronenabrieb oder sowas ist auch krass. Das Beste, was es gibt. Ja, ja, ja. Wenn du das hast, brauchst du nichts mehr. Und jetzt machen wir schon mal. Wir probieren ja alle, ne? Ja, ja, wir essen alle. So. Wir essen alle. Du bist ja im Modus halt. Du bist ja im Modus. Fuck, immer das Gleiche. Du musst Hände verbinden oder so. Wieland, jetzt werd mal fertig da, mach mal. Aber du. Wieland, Tisch 3 hat Spaghetti Aglio Olio bestellt. Du hast 2 Minuten. Tisch 3 kann. Wann wird die Aglio Olio fertig? Du musst sagen, deinem Chef. Ich glaube nicht, dass man das machen muss, was du gerade machst. Doch, ich mach das gerne. Okay. Weil ich so, mir ist auch oft lang. Ich hab ADHS, verstehst du es jetzt langsam? Die Nudeln müssen rein. Ich würde jetzt auch gerne kurz rausnehmen, weil ich habe gerade mal eine probiert. Da war sie schon. Kerners, muss ich aber eben erzählen. Ja, klappt doch, guck mal. Ja. Wow. Okay. So, Splash. Jetzt würde ja nur noch der Käse fehlen eigentlich. Oh, was passiert? Oh, ein bisschen Säure. Mhm. Genau. Von den Jalapenos das Wasser. Machst du das rein? Ja, klar. Boah, du bist wirklich, aber mir fällt es auch gar nicht auf, weil es ist so natürlich. Ja, es ist natürlich, dass du es machst. Jetzt machst du es mit den Löffeln so ein bisschen durch. Du kannst mal ein bisschen Käse noch reinnehmen. Ja. Hey, Chef. Ey, soll ich dir sagen, du machst das so gut. Ja? Ich? Ja, ehrlich. Danke. Jetzt du machst nicht zu gut, das wirst du angestellt dir gleich. Was du hast? Was Zärtliches. Nee, was Zärtliches. Doch, ja, doch, muss man sagen, er ist sehr zärtlich. Habe ich das falsch gesagt? Habe ich jetzt was falsch gesagt? Nein, nein, das ist ein zärtlicher Typ, finde ich auch. Ist auch nur bestätigt. So. Ich mische mal nochmal so. Ja, genau. Was soll man den auch noch reinmachen oder ist zu viel? Gucken wir erstmal. Okay. Das ist tatsächlich der Move, den lerne ich beim. Ich mache mir wirklich oft Käsespätzle. Also wirklich oft Käsespätzle. Das darf man nicht unterschätzen. Und da ist der Move ganz wichtig tatsächlich. Mach nochmal den Move. Nochmal? Oh, oh, oh. Oh, jetzt wird. Jetzt kommt. Sehr gut. Das ist der Move. Boah. Das sieht approved. Aber wirklich gut aus. Das sieht aber wirklich gut aus. Aber Spaghetti auch undankbares Schwenk. Gut. Echt? Finde ich, oder? Dadurch, dass es so lang nudelig ist. Aber es fällt dann weniger schlecht raus. Ich finde es tatsächlich mit Käsespätzle, weißt du, was ich meine? Kannst du mal ein bisschen Basilikum bitte zupfen? Und zwar mit Stiel. Richtig mit Stiel. Tief. Richtig den Art hier, ja? Richtig tief? Genau, richtig tief, mehrere. Musst du hacken. Hacken? Okay. Oh, jetzt ist kurz so eine kleine Hektik-Moment. Jetzt muss man in der Küche auch damit klarkommen. Guck mal, pass jetzt auf die Fische auf, um Gottes Willen. Jetzt nicht zu. Wir sind auch und kein Blut. Reicht. Okay. Basilikum reicht auch, wenn man ihn einfach nur zupft. Können wir uns gleich so mal. Dann richten wir jetzt an. Ach, ist das geil. Weißt du, so. Mach mal zusammen, komm. Okay, mach mal zusammen. Wie das zählt. Together. Oh, noch mehr, oder? Da war einer hier. Also, ich hab Hunger tatsächlich. Eigentlich kann es ja nur gut sein, würde ich sagen. Das Ding ist, da war so viel Parmesan drin, das muss Salz. Also, es muss einfach ein bisschen schmecken jetzt. Also, so viel. Oder? Ist krass? Spinnst du oder was? Ja, wir haben ja darüber gesprochen, eine gemeinsame Kochshow zu machen. Ne? Ja. Aber eins kann ich dir sagen, ne? Du hast Megatalent. Wow. Ist doch zu Ende gekocht. Also ist doch. Da fehlt doch. Also wenn ich benoten würde, würde ich sagen, eingestellt. Ja, da fehlt doch nichts mehr. Also top. Das, der Hammer. Top. Seidig weiche Salznote. Aus dem Gefühl raus. Was sagst du wieder, wenn du es selber probierst? Ich finde es geistig lecker. Tatsächlich. So, Mühe. So, komm, Olli. Stopp, aber das macht man so, wenn die Freundin schon 3 Monate da ist. Oh, mit Garnitur. Ja, klar, natürlich. Habe ich gesehen. Aus dem Lehrbuch. So. Können wir da einmal von oben drauf irgendwie? Ja. Fingers Thumbnail. Genau, gehen wir ein bisschen rüber. Also guckt euch das mal an. Können wir kurz Thumbnail machen in der Kamera vorne? Ja. Du bist einmal davor. Jetzt kommt Internet 101. Es ist ganz wichtig, dass egal wie krass es jetzt war, es muss immer, bevor man drauf drückt, muss es so aussehen, als wäre es das krasseste gewesen. Weißt du, was ich meine? Auch wenn es jetzt nicht so unendlich ist, es ist unendlich krass. Es ist aber du musst immer noch einen übertreiben im Thumbnail. Ja. Das heißt, du musst jetzt so. Also. Was? Gut, perfekt. Guck mal, stark. So, und so macht man das. Wir brauchen eine Pfanne. Die Nudeln kochen halt schon. Das wird eine Katastrophe. Wir müssen noch den Parmesan reiben. Jetzt muss es schnell gehen. Die Testesser kommen. Die Nudeln sind gleich fertig übrigens. Positiver Stress, Leute. Positiver Stress.